Warum ließ Voldemort Professor Slughorn eigentlich am Leben? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video geht es um Horace Slughorn, Voldemort und deren Verbindung zueinander. Hat sich schon einmal jemand gefragt, warum Voldemort Horace Slughorn am Leben gelassen hat, als er der Einzige war, der das Geheimnis des dunklen Herrschers über seine Absicht, ein Horcrux zu erschaffen, wirklich kannte? Tom hat Slughorn davon überzeugt, dass er die einzige Person war, mit der er reden konnte, weil er so ein verständnisvoller Lehrer war. Slughorn suchte das Lob des jungen Toms in der Hoffnung, eines Tages belohnt zu werden, nachdem Tom eine erfolgreiche Karriere hinter sich gelassen hat. Er genoss die Aufmerksamkeit, die er von dem Jungen erhielt, der der beste Zauberer seiner Zeit werden wollte. Wir müssen jedoch noch einmal auf das Gespräch mit Professor Slughorn zurückkommen, in dem der Prozess der Horcrux-Erschaffung bestätigt wurde. Ich glaube, viele von uns sind sich bewusst, dass Voldemort die Tatsache, dass er Horcrux erschaffen hat, vor allen verbergen wollte, einfach als Sicherheit. Es war ein großes Geheimnis und etwas, auf das niemand gekommen wäre, weil über Horcruxe so selten gesprochen wurde, und damit meine ich, um genau zu sein, dass eigentlich nie darüber gesprochen wurde. Sogar Albus Dumbledore ließ die Bücher, die irgendwelche Informationen über das dunkle Horcrux-Ritual enthielten, aus der Bibliothek entfernen. Voldemort hat nicht gedacht eines Tages, oh ja, ich hatte dieses Gespräch mit Horace Slughorn vor 50 Jahren über Horcruxe, ich werde ihn einfach töten, um sicherzustellen, dass er still bleibt. Dennoch ist es nicht so, dass Slughorn nicht mit ihm gerechnet hätte. Er hat die Erinnerungen nicht nur aus Scham geändert, sondern auch aus Angst, dass der Dunkle Lord ihn holen und ihm die Erinnerungen entreißen könnte. Oder dass er sogar herausfindet, dass die Erinnerungen bereits entrissen wurden. All die Jahre hat er ihn nie geholt, obwohl der Professor buchstäblich der Einzige war, der richtig vermutet hat, dass seine unübertroffene Macht auf den Professor zurückzuführen war. Das Gespräch zwischen Tom Riddle und Horace Slughorn war nicht nur eine kurze Unterhaltung zwischen den beiden, es war sogar ziemlich ausführlich. Ich fange ganz am Anfang an, damit du dir ein Bild von der Beziehung zwischen dem Lehrer und dem Schüler machen kannst. Horace Slughorn, danke für die Ananas, ganz recht, sie ist mein Favorit. Ich rechne fast damit, dass sie in 20 Jahren zum Zaubereiminister aufsteigen werden. 15, wenn sie mir weiterhin Ananas schicken. Ich habe ausgezeichnete Kontakte im Ministerium. Tom Riddle, ich weiß nicht, ob Politik etwas für mich wäre, Sir. Ich habe nicht den richtigen Hintergrund für so eine Sache. Horace Slughorn, Unsinn, du kommst aus einer anständigen Zaubererfamilie und hast große Fähigkeiten. Ich habe mich noch nie in einem Schüler geirrt. Ihr solltet euch beeilen, sonst bekommen wir alle Ärger. Ich will, dass ihr euren Aufsatz bis morgen abliefert, sonst wird er nicht beachtet. Das gleiche gilt für dich, Tom. Tom Riddle, ich würde Sie gern etwas fragen. Horace Slughorn, frag ruhig, mein Junge, frag ruhig. Tom Riddle, Sir, ich frage mich, was Sie über Horcruxe wissen. Horace Slughorn, ein Projekt für die Verteidigung gegen die dunklen Künste, nicht wahr? Tom Riddle, ich bin beim Lesen auf diesen Begriff gestoßen und habe ihn nicht ganz verstanden. Horace Slughorn, nein, es ist schwer in Hogwarts ein Buch zu finden, in dem man Details über Horcruxe nachlesen kann. Das ist sehr dunkles Zeug, wirklich sehr düster. Tom Riddle, aber Sie wissen offensichtlich alles über Sie, Sir. Ich meine, ein Zauberer wie Sie. Entschuldigen Sie, ich meine, wenn Sie es mir nicht sagen können, ist das in Ordnung. Nur wusste ich, wenn es mir jemand sagen kann, dann Sie, Sir. Ich dachte nur, naja. Horace Slughorn, es kann natürlich nicht schaden, Ihnen einen Überblick zu geben, damit Sie den Begriff verstehen. Als Horcrux bezeichnet man einen Gegenstand, in dem eine Person einen Teil ihrer Seele versteckt hat. Tom Riddle, ich verstehe allerdings nicht ganz, wie das funktioniert, Sir. Horace Slughorn, also man spaltet seine Seele und versteckt einen Teil davon in einem Gegenstand außerhalb des Körpers. Selbst wenn der Körper angegriffen und zerstört wird, ist man geschützt und kann nicht sterben, solange ein Teil der Seele im Gegenstand bleibt. Aber natürlich wäre eine Existenz in einer solchen Form nur sehr wenigen Menschen lieber als der Tod. Horace Slughorn, nun, Sie müssen verstehen, dass die Seele intakt und ganz bleiben soll. Sie zu spalten ist ein Akt des Bösen, es ist gegen die Natur. Tom Riddle, aber wie macht man das durch einen Akt des Bösen? Horace Slughorn, der höchste Akt des Bösen ist das Begehen eines Mordes. Das Töten reißt die Seele auseinander und spaltet die Seele. Okay, Sir, was ich allerdings nicht verstehe, nur so aus Neugierde, kann man seine Seele nur einmal spalten? Wäre es nicht besser, wenn man seine Seele in mehreren Teilen hätte? Ich meine, ist nicht zum Beispiel möglich, 7 Teile anzufertigen? Horace Slughorn, 7? Bei Merlins Bart, Tom, ist es nicht schlimm genug daran zu denken, einen Menschen zu töten, aber 7? Natürlich ist das alles hypothetisch, was wir hier besprechen, nicht wahr, Tom? Alles akademisch.
Tom Riddle: Ja, Sir, natürlich, aber behalten Sie es für sich. Horace Slughorn: Was wir besprochen haben, ist unser Geheimnis. Es ist ein verbotenes Thema in Hogwarts und Dumbledore ist da besonders hartnäckig. Tom Riddle: Ich werde kein Wort sagen, Sir, wie ich schon sagte. Das Gespräch im Buch unterscheidet sich stark von dem im Film. Slughorn wusste, was er getan hatte, und er wusste auch im Inneren, dass dieses Gespräch schädlich sein würde. In gewisser Weise hatte er gerade einem psychisch labilen Jungen gesagt, dass er, um ewig zu leben, einfach nur Menschen töten muss. Er genoss das Gespräch sehr, denn das war das erste Mal, dass Slughorn durch Toms Maske hindurchgesehen hatte. Aber er weigerte sich immer noch zu glauben, dass ein Schüler, der so großartig wie der junge Tom Riddle, einen solch dunklen Weg einschlagen würde. Ich habe gut darüber nachgedacht und habe es auf zwei Gründe eingegrenzt, warum Voldemort Horace Slughorn am Leben gelassen hat. Der erste Grund ist, dass er ihn einfach vergessen hat. Vergiss nicht, das Gespräch ist etwa 50 Jahre her. Danach war Voldemort immer noch darauf konzentriert, Macht zu erlangen und eine solche Dominanz zu erlangen, dass er den alten Mann einfach in Ruhe ließ. Ich denke, er war sich auch bewusst, dass Slughorn niemals Informationen preisgeben würde, die Riddle in Gefahr bringen würden. Der zweite Grund und der Grund, den ich tatsächlich für die Wahrheit halte, ist die Tatsache, dass Slughorn die erste Person war, die Tom jemals echte Loyalität gezeigt hat. Er schätzte Tom als Schüler und er glaubte wirklich, dass er wundersame Dinge vollbringen würde, und man muss sich einfach nur das Gespräch noch einmal ansehen zwischen ihnen, um das genau zu erkennen. Slughorn gab Voldemort das Wissen, um einen Horcrux zu erschaffen und die Unsterblichkeit zu erlangen. Ungeachtet der tyrannischen Regeln des Dunklen Lords und der Tatsache, dass das menschliche Leben so leicht zu zerstören war, belohnte er Slughorn, indem er ihn am Leben ließ und richtigerweise davon ausging, dass Slughorn ihn nicht verraten würde. Und was hältst du von dieser Theorie? Schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch auch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.